Das ist was Großes für mich. Das bedeutet mir richtig viel, wenn ich Frauenfußball spielen sehe. Ich habe in den 3 Tagen mehr gemacht, als ich irgendwie einen Monat in Deutschland gemacht hätte. Atemberaubend, genau, 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 das war das. Ob wir diese 3 Tage tatsächlich auch erleben können, war nicht ganz klar, weil wir sehr viele Schwierigkeiten damit hatten, irgendwie Visa für die Mädels zu besorgen. Und durch die ganzen Herausforderungen, die wir hatten, habe ich dann gemerkt, ach, siehst du mal, so selbstverständlich ist das alles gar nicht. Einfach mal so in den Flieger zu steigen und zu reisen, schon gar nicht für diese Mädchen. Ich weiß, dass wir auch, dass wir ins Stadion gehen, genau, wir gucken uns das Spiel an. Frauen-Europameisterschaft, genau deswegen. Direkt am ersten Tag sind wir in den Adidas Flagship Store, haben uns unsere Trikots beflocken lassen für das Spiel am nächsten Tag. Maisun ist da richtig aufgegangen. Ich bin ein sehr großer Real-Fan. Ich habe noch nie so Trikots von Real so in einem halt so gesehen, also echt gesehen. Ja, und dann war so ein Highlight eigentlich auch, als wir angesprochen worden sind und gefragt worden sind, ob wir Teil des Teams sind. Und da habe ich wieder den Stolz in den Augen der Mädels irgendwie auch gesehen. Das war natürlich etwas ganz Besonderes. Deutschland-Trikot mit Namen drauf. Wir sind zwar ein bisschen bereit dafür anzufeiern. Deutschland, jetzt müssen wir rein. Tschüss. Als ich ins Stadion reingekommen bin, das war ein atemberaubendes Gefühl irgendwie. Weil da waren so viele Menschen und es hat sich sehr, sehr gut. Also es war, ich weiß nicht. Atemberaubend, genau, 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 das war das. Es war sehr, sehr schön. Und dann sieht Princess eine Spielerin, die ihr erstmal rein äußerlich sehr ähnlich ist. Und das hat sie auch zu Tränen gerührt. Also als Nicole Lanyoumi auf den Platz kam, das hat sich sehr gut angefühlt für mich, weil ich habe eine Person gesehen, die so mäßig mir ähnlich war. Das hat mich auf jeden Fall sehr glücklich gemacht. Sie hat danach gesagt, ich habe jetzt das Gefühl, ich könnte auch, wenn ich wollte, mich genug anstrenge, vielleicht in der Nationalmannschaft spielen. Und ja, verdammt. Man muss Dinge auch sichtbar machen. Denn das, was du nicht siehst, von dem glaubst du auch nicht, dass du es schaffen kannst. Deswegen ist diese Arbeit, glaube ich, auch so wichtig, die wir machen. Ich merke, dass das was ganz Besonderes ist. Ich merke, dass sie sehr, sehr glücklich sind. Ich merke, dass sie sehr überwältigt sind. Dass sie alles filmen, sie machen Fotos, sie laufen durch die Straße und sie wirken so frei. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Nansisa denke, die sagt, sie fängt an zu weinen, weil sie sieht, dass Frauen im Fernsehen gezeigt werden, Frauenfußball. Und das macht sie so stolz, weil sie aus einem Land kommt, wo es nicht selbstverständlich war, dass Frauen diesem Sport nachgehen können oder dürfen. Für sie war was anderes vorgesehen. Das ist was Großes für mich. Das bedeutet mir richtig viel, wenn ich Frauenfußball spielen sehe. Ich weiß, es glauben immer noch richtig viele Menschen daran, dass es Fußball nur für Jungs ist. Aber nein, es ist halt auch für die Frauen. Und ja. Es ist schön, dass wir mit den Scoring Girls, mit Havard Help, aber auch mit German Dream, dass wir Möglichkeiten schaffen. Dass wir Mädels die Möglichkeiten geben, ihre Träume zu verwirklichen und ihre Träume zu leben. Und deshalb sollten wir einfach uns einander unterstützen, respektieren und motivieren, also um weiterzukommen zu können.